Hi Freunde, ja, heute mache ich wieder Gemüsebrühe und zwar diesmal kein Instant. Die Instant-Version, die findet ihr in der Infobox verlinkt und auch hier auf dem, auf dem i. Gemüse. Normalerweise nehme ich dafür die Reste, wenn ich Gemüse zubereite, also sprich die Schalen von Zwiebel, die Schalen von oder die Abschnitte, die man sonst normalerweise wegwirft, die werden bei mir ausgekocht. Aber diesmal habe ich etwas auf Vorrat gemacht und zwar wollte ich einen riesengroßen Pott voll mit Gemüsebrühe machen und habe ich gemacht. Und wie das funktioniert, das seht ihr hier. Und hier die Zutaten: eine Knolle Sellerie, eine große Gemüsezwiebel, etwas Möhren, eine Porree-Stange, zwei Pastinaken, eine rote Beete und Chili, zwei in dem Falle, aber sehr scharfe, zwei Zehen Knoblauch und an Gewürzen Lorbeer, Senfsaat, Pfeffer, Piment und Nelken, zwei Stück. Die genauen Mengen dazu findet ihr unterhalb des Videos in der Infobox. Und schon geht's los mit der Schnippelei. Thema Waschen brauche ich nicht, weil ich werde das Ganze nachher durch ein Sieb und nochmal fein passieren. Da kommt auch kein Sand durch. Demzufolge habe ich auch mehr zum Auskochen. Und jetzt können wir uns um den Sellerie kümmern. Da schneide ich mir hier unten eine Scheibe ab. Halbiere ihn. Sollte man vorsichtig sein, dass man da nicht abrutscht. So, dann in Scheiben, in Streifen und in Würfel. Die müssen nicht akkurat sein. So, alles wieder in mein Sieb. Das Sieb hat nur den Sinn und Zweck der Zwischenlagerung. Man könnte jetzt auch eine große Schüssel nehmen. So, hier ist mein Sieb. Und da das jetzt schon voll ist, werde ich es umfüllen in den Topf. Wie man hier sieht, ist das ein ziemlich großer Topf. 10 Liter Fassungsvermögen. Die Knoblauchzehen habe ich etwas angedrückt. Die bleiben auch ebenfalls in ihrer Schale. Jetzt kommt das ganze letzte Geschnippel da drauf. Die Gewürze. Und jetzt fülle ich das mit Wasser auf. Ja, ich habe jetzt ca. 10 Liter Füllstand und jetzt kommt es auf den Herd. So, Deckel drauf. So, wenn das dann ganz sprudelnd kocht, so wie hier, dann reduziere ich meine Platte hier von Boost, also von der absolut höchsten Stufe, auf 3. Und ja, unter ab und zu umrühren wird das Ganze jetzt 1,5 Stunden köcheln. 1,5 Stunden sind um und ich nehme jetzt das Gemüse heraus. Das hat seine Schuldigkeit getan. Wie immer in einen Abfallbeutel, einen dichten Abfallbeutel. Und jetzt wird die Brühe nochmal durch ein Zebertuch gegossen. Ich fülle das vorsichtig mit der Kelle ein, damit es mir nicht reißt. Aber ich habe ja das Sieb darunter.
Das gibt Stabilität und so, jetzt kommt der Rest. Den schütte ich jetzt mal so rein. Hab mittlerweile auch eine Plastikschüssel nehmen müssen, weil mein Topf einfach schon zu voll war. Jetzt wollen wir mal schauen. Wir das Ganze hier auch noch reinkriegen. Ja, sehr schön. Ja, und fertig ist die Gemüsebrühe oder neudeutsch der Gemüsefond. Und ja, diesmal nicht konzentriert, sondern 1:1 verwendbar. Ja, da werden sich viele fragen, wo ist denn da das Salz? Da ist zu Anfang kein Salz reingekommen, da ist zum Schluss kein Salz reingekommen. Ja, mit Absicht. Ich möchte gerne, wenn ich mit Salz würze, das an den Zutaten machen, die davon profitieren. So ein Fond muss nicht salzig sein. Im Gegenteil, wenn der salzig wäre, würde er mir sehr viel, ja, versauen. Ja, ich sag's mal einfach so. Nicht gut. Ich mag lieber am Schluss Salz ran, als zu Anfang salzig, ja, würzen und dann nachher die böse Überraschung erleben, versalzen. Ja, wem das Video gefallen hat, der gebe mir einen Daumen nach oben. Ich werde das jetzt abfüllen, teilweise einfrieren, teilweise in Schraubgläser verstauen, und also im Kühlschrank verstauen, in Schraubgläsern, so rum ist richtig. Und ja, bis zum nächsten Mal. Okay, das war's jetzt wirklich und jetzt ist Schluss. Ciao, ciao.